Hallo und willkommen hier in Sandrock, wo man mit offenen Augen schläft. Schön, dass ihr da dabei seid, hier bei Fried und seinen Abenteuern. In unserer kleinen Daily Soap, kann man schon fast sagen. Wer sie? Sieht sie da irgendwas kochen oder was? So, heute müssen wir mal ein bisschen einfach nur Ressourcen sammeln, ein bisschen handwerkeln, Punkte zu sammeln. Und dann gucken, ob die Hühner wieder noch da sind, wo sie hingehören. Momentan ja. Die Hasen auch. Auch noch wahnsinnig hier irgendwann. Also das immer. Das hatte ich in den ganzen Early Access nicht. Und jetzt in der Vollversion kommt dann so Fehler rein. Ganz merkwürdig. Na gut, wo ist denn jetzt Elsie? Die wollte irgendwas. Ist drin? Was ist denn wieder los? Immer wie die Ehefrau, was? Menno. Also das Zimmer finde ich ja echt schön, aber der Stuhl, die Farbe ist mir noch ein bisschen zu krass mittlerweile. Nee, das müssen wir mal ändern. Das ist mir ein bisschen zu grell. Einmal so ein bisschen dunkler machen, sieht vielleicht auch was edler aus. Dann machen wir nochmal Farbe. Scheiße, okay. Gut, dann müssen wir nochmal Farbe besorgen. Wo ist jetzt Elsie? Elsie! Rennt die denn um? Elsie? Wo sind sie? Wo bist du? Wer ist hier? Wo ist sie denn? Hier ist sie nicht. Die Karte ist auch nicht hilfreich. Jetzt muss ich innen suche, ist wieder rausgegangen. Oh. Ja. Was ist denn hier? Von Cooper! Oh, danke fürs Fleisch. Dankeschön, Dankeschön. Wir hatten nicht sein bestes altes Reittier dafür geopfert. Oh, okay. Sind jetzt. Also. Hier ist sie verschwunden. Ist sie da. Oh, so, da ist Mian unterwegs. Oh, Moment. Oh, wohin? Wohin so schnell? Das sind hochhackigen Schuhen. Warum ist nicht schneller als ich? Oh. Hi. Hi. Genau. Immer schöne Auszeit nehmen. Lustige Hut übrigens. See ya. Mhm. Mach dir die neuen Klamotten nicht dreckig. Okay. Die Bahn. Komplett lautlos. Okay, ist ein neuer Elektrozug oder was? Spannend. Jetzt macht's Krach. Okay. Sag mal, sind die gerade über Unschuld rübergefahren oder wie geht das? Ja. Warum nicht? Wo ist denn jetzt Elsie, verdammt nochmal? Diese Rennerei. Blümchen! Wir brauchen dich! Ich wusste gar nicht, dass eine Pfeife an dem Gerät ist. Ah, guck mal, da ist sie ja. Ja. Die werden spazieren gehen oder irgendwie sowas. Ah. Da ist sie ja. So. Oh, Elsilein. Ja, du bist genau richtig für einen längeren Spaziergang gekleidet, wie ich sehe. Hey, siehst du, ich bekomme den Kater. Lass uns doch einfach einen Spaziergang machen. Auf den Feldern toben und dergleichen. Weiß das nicht, wenn wir im Bett immer toben. Oh, na gut. Ja, kein Problem. Machen wir doch gerne für uns meine. Liebste Frau, mach ich doch alles. Was ist mit dem Winter los? So, da müssen wir hier unten irgendwo hinlatschen, ne? Hier. Geh hier spazieren. Ach, diese Parkaktivitäten. Lass uns spazieren gehen. Das ist mir zu aufregend. Ja, gut, machen wir das. Dann wir mit der Achterbahn fahren. Mit diesem. Mal los, also da kann man keine Vorderbeine oder so. Das sieht merkwürdig aus. So, wo sind wir denn hier? Oh, wir gehen spazieren. Hallo. Bisschen zackig. Oh, da ist er.
Du wolltest ja unbedingt hier rumlaufen. Selber schuld. Oh, Romantik. An. Ist das nicht romantisch, mon cher? Diese Schlucht. Wunderbar. Wenn wir runterfallen, sind wir nur Matsch. Ist das nicht wunderbar? Wir beide vereint als Matsch am Ende der Schlucht. Nee, das ist überhaupt nicht wunderbar. Okay, das reicht jetzt. So, ah, frische Luft in Sandrock. Ich hatte ganz vergessen, wie du schmeckst. Ich oder die Luft. Vielen Dank, Süßer, für den Spaziergang mit deiner alten Frau. Haha. Ja, schön. Beziehungsweise sie. Ja, plus 3 immerhin. Ja, ich hab dich zufällig hier getroffen. Na gut, dass du in den Latschen ein bisschen hinlaufen kannst. Okay, aber du bist auch im Sandrock gerannt. Du kannst auch mit Stelzen durch den Sand laufen. Geht trotzdem. Romantic Fever hier. Okay. Was ist denn? Ah, komm her. So, komm her, du Luder. Jetzt gehen wir mal ein schönes romantisches Foto machen. Wenn du schon. Tu mal diesen Bauch aus der Hand. Sieht doch schön aus, sowas. Das müssen wir jetzt nur richtig stellen. Das Geblümsel hier auch drauf haben. Sonst passt das nicht. Hier zwischen den. So neckig zwischen den Luftballons oder so. Ja. Hier mit Herzchen drauf und diesen ganzen Kram. Ja. So, schaut mal schön, reicht schon. So, wunderbar. So, wenn das nicht pure Liebe ist. So, Schatz. Das schwitzige Hände. Wir gehen jetzt mal wieder. Wunderbar. Wo sind wir jetzt? Blümchen. Ja, da. Das ist auch ein romantisches Foto. Huch. Jetzt, was machst du denn? Hallo? Geh runter von den Luftballons. Ja. Kann ich hier für Hitboxen gebaut für diese Dinger? Okay. Oh, nicht. Nicht darunter fallen. So, wir gehen jetzt auch nochmal spazieren. Tschüssi. So. Haben unsere Dosis Romantik für dieses Jahr auch wieder. Mhm. Nimm jetzt nur für Rocky noch einen Auftrag. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt in die Minen und dann nochmal ein bisschen Material sammeln. Damit wir hier aufsteigen. So, Kupi ist auch unterwegs. Ups. Mann, hier, wer läuft denn hier rum? Hey, Sandy! Wann hast du eine Pause? Ich möchte, dass du mir sagst, die mal etwas macht. Ich habe nie Pause. Ich bin 100% 24 Stunden im Einsatz. Für Sandrock. Und meine Brieftasche, ja. Gehen wir, apropos, gehen wir nochmal zu Rocky. Müssen wir irgendwann mal Sandrock kaufen. Dafür müssen wir noch ansparen. Dann machen wir den ganzen Laden platt und machen ein riesiges Schwimmbad draus. So, Rocky. Komm nicht dran. So. Nein, nicht den Kram. Den brauche ich nicht. Hallo. Hier sind deine Platten und so. Diese Lichteffekte waren ein bisschen cool. Okay. Schrump. So, haben wir nochmal wieder ein bisschen Erfahrung. 1500. So, Schrump. So, Blümelein. Mal gucken, wo wir jetzt am besten mal hingehen. Hier bei den Vögeln waren wir auch schon länger nicht mehr, ne? Einen guten alten Maulwürfeln. Ich glaube, die Höhle von Logan gibt es nicht mehr, oder? Ich glaube, letztes Mal habe ich die nicht wiedergefunden. Jetzt sesshaft geworden. So, ups. Gehen wir mal dahin, der war schon lange nicht mehr drin. Wo sind wir denn? Hm? Ah, hier. Die Maulwurfshöhle. Einmal Maulwurf, bitte. Ja, das hat wieder gedauert. Dankeschön. War schon mal schneller. So, sehr gut. So, was haben wir da oben wieder? So eine komische Maus, die einen belästigt. Ach, die ist wieder auf. Oh, geh weg. Du auch. So. Hm.
hier noch schon mal mit Granit. Kann man schon mal mitnehmen. Wunderbar. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Spinell mit. Wir haben da jetzt gekriegt 4 insgesamt. Nicht so viel. Hier haben wir nochmal Granit. Jetzt stehst du das auf. Hallo? Du musst deinen Job auch schon mal ernst nehmen hier. Hallo? Jetzt hau doch nicht mal ab. Hey, kommst du jetzt her? Also. Ja, der pennt da wieder. Hau doch nicht mal ab. So, wer stört mich denn hier bei der Arbeit? Jetzt so auf. Dein Bruder wollte auch nicht. Was willst du jetzt? Mit diesen Übermotivierten. So, den haben wir auch weg. Rums. So. Sehr schön. Haben wir wieder reichlich Erfahrung bekommen. Naja. Komm her, Blümchen. So, wo war das hier nochmal? Okay. Da ist kein Balken mehr da draußen. Ne? Okay. Noch ein bisschen Sisal. Ja. Könnte man auch noch mitnehmen. Da habe ich, glaube ich, auch nicht mehr viel von. Letzte habe ich für die Katze gebraucht. Dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Sisal mit. Auch nochmal 1000 Erfahrung. Ei, 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 hallo, hallo. Ja, ist gut, jetzt sitzt. Na gut, selber schuld. Wumps. So, dann haben wir noch ein bisschen was Sisal für den nächsten Kratzbaum. Unsere Miezekatzen. So, was will die jetzt? Ach, hör auf. Läuft die jetzt extra hinterher? Und dann läuft der wieder weg. Ja, was? Ja, die Klugen überleben, ne? So ist das. So, du bist hier. Okay, bis dahin sind wir mal gekommen. Ach, hier ist noch Margot und Muskete. Eine kurze Geschichte über eine Katze und einen Hund, die den Tag von jemand anderem verschönern. Margot und Muskete. Ich glaube, das habe ich noch nicht gefunden, oder? Da habe ich schon mal gesucht. Verlorener Brief. Na gut, achso, ich muss das eh kaufen, ne? Gut. Ups, so, da sind wir. Wo gibt's hier so ein Ding? Ja, wenn ich das brauchen würde, ne? Aber es gibt leider nicht das, was ich gebrauchen kann. Hier, so. Riesige Wildgans-Pagode, ein verlorener Brief. Okay. Gucken wir uns das mal an. Was haben wir hier? Nickel. Ja. Die Dinge hier, so aus der Luft. Okay. Das ist ein bisschen zu sehr in der Luft gegriffen. Was? Wie? Ach, hey. Diebe, haltet den Dieb. Hier geblieben. Er ist entkommen, Lump. Er ist schon wieder. Bohrer kriegt ihn nicht. Naja, komisch stehen sie auch.
das Mäuschen. Durch. Ja, hänge fest. Ups. Oh. Okay, danke. Hier eine Maschine. Na? Kann ich dran, wo ich da stehe? So, was haben wir hier? Okay. Magnesium. Fit. Aluminium. Fehlt ganz paar Kohle, hier fast alle Teile. Prozessor. Wumms. Lieber den Prozessor, den kann ich für meinen Roboter gebrauchen. Ach, das Ding habe ich auch. So, das ist Wildgansfarbe. Für diesen Buch haben wir hier aber nichts gefunden. Margot und ihr Hund. Schade. Einmal nach oben. Ja. So, was haben wir denn hier? Nochmal Wildgänse-Pagode, die scheint sehr beliebt zu sein. Erdwerkzeugkasten, Prozessor, Motor. Nochmal Wildgans. Ohne Wildgans-Abo, ne? Sonst nix. Schade. Das Buch hier haben sie anscheinend hier nicht versteckt. Scheint relativ wenig zu spawnen hier. Die haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wie oft sowas hier auftaucht. Bücher scheinen keine große zu haben. Okay. Da oben geht's raus. Uah. Fest hier. Uah. Na komm. So, wir haben auch keine Ausdauer mehr. Dinge. Was haben wir hier? Zugmodell? Werkzeugkasten, das ist alles? Wo kommt der jetzt her? Das ist alles? Schade.
Sackgasse. Da haben wir Margot und Maskete. Ja. Du hast keine Ausdauer, du kannst nichts mehr tun. Ich weiß. So, nimmst du noch was essen? Für Ausdauer noch bestimmt was. Lecker Avocado hier, lecker. Hm. Jetzt habe ich hier alles nur für Verteidigung und so was. Obstsalat bringt ja auch nicht wirklich viel. Das ist auch nicht so viel Verteidigung. Schaden. Ich kämpfe zu viel hier. Lecker Avocado. Hm. Müssen wir es auch nochmal kochen. Ist allerdings nicht so. Ich brauche ein bisschen mehr hier. Na gut, das können wir noch machen. Die kriegen wir noch raus. Kommt so langsam. Was? Margot und Muskete. So. Das sind die Motoren. Okay. Na, bin ich jetzt hier? Ja, das war ein bisschen verwirrend. So. Raus geht's in der Richtung. Ah ja. Da müssen wir wieder durchbohren hier, ja. Warum heißt es ja auch Maulwurstminen, wenn man hier den Maulwurst sich durchbohren muss? Ist man da? Zugmodell. Na ja, gut. Was der Zugmodell? Ja, okay. Oder? War die denn? Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich bin fest. So, was haben wir hier noch? Expertenwerkzeugkasten, Zugmodell. Man weiß es nicht. Zugmodell, auch Zugmodell. Okay, alles Zugmodelle. Okay. So, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Ich blicke gar nicht mehr durch. Ups. Womp. Jupp. Ja, geht doch. Ne, ich bin fest. Hilfe! Los, mir aussehen, was ist das? Zugmodell, überall Zugmodelle, okay. Ganz viele Zugmodelle. Hm. Gut, dann gehen wir mal raus. Das müsste jetzt mal gereicht haben erstmal. So, was haben wir hier noch für ein Automat? Immer dasselbe, ne? Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Welchen Level? Keine Ahnung. Okay, würde ich mal sagen, wir steigen hier eher mal aus. Wir sind auf 10. Ah ja, okay. Ja, diese Zugmodelle brauche ich jetzt nicht.
bringt mir auch nichts. Das mit dem Buch fand ich jetzt eher interessanter. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Das wird hier gar nicht mehr angezeigt, okay. Ein paar Prozessoren. Jo, okay. Gut. Bop, die Bop, die Bop. Bop. Sudele. Oh, Rümpchen sind noch da. Sehr schön. Wie viel haben wir? Oh. Oh, okay. Dann müssen wir uns mal beeilen, dass wir hier wegkommen. Triplum Pen oder was? So, ab nach Hause. Schnell. Nach Hause, du weißt schon. Ich bin eh der einzige Kunde, den er hat, oder? Du müsstest eigentlich da einen Dauerrabatt kriegen. Der ist doch schon reich geworden. So, tschüssi. Dauerkarte oder sowas. So, wie sieht es denn aus, punktetechnisch? Oh, ey, oh, gar nicht so schlecht. Noch einmal eine Mine und dann haben wir 65, denke ich. Dann kriegen wir nochmal 2,5 Angriffspunkte dazu oder irgendwie sowas. Naja, schauen wir mal, ob das dann was bringt. Dann können wir vielleicht wieder mit Logan oder vielleicht eher mit seiner Ziege in die... uns in den Kampf stürzen. Weiß nicht, wer da zurechnungsfähiger ist. Von den beiden. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. So, haben ganz viel Zeug bekommen. Schwupp. So, was haben wir hier? Papier, Fasergewebe. Ach, das haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Was ist jetzt hier dieses... Dings, das wir da bekommen haben, ist das hier ein Zugmodell? Ach, habe ich echt nur angesammelt. Da! Ein verlorener Brief und Margot und Roskete. Okay, das wollte ich mir angucken. Ah, ich bin hier falsch drin. Wir das mal weg. So, jetzt können wir uns das gleich mal angucken. Hier habe ich noch ein paar Werkzeugkisten. Haben wir nochmal Prozessoren gekriegt? Okay. So, was ist das jetzt? Krieg auf den näheren Bereich zum Wenden. Das kann man, na gut, man kann es irgendwie lesen. Dear Pearl, on behalf of the Vega 5 Aquarium, I'm writing to complain about what you're using our fish for. We thought fish sword was just some kind of word mix up referencing swordfish. Eh? We don't want you using any of our fish as weapons. Du sollst keine unserer Fische als Waffen benutzen? It's dangerous and irresponsible and you should be ashamed of yourself. We will not be honoring any of your other orders and your payment will be refunded. Sincerely, on behalf of our fishy friends, Adam Tillen, the Reef Guy. Your slogan, the only place where you can tune a piano and tuna fish, is insulting and again you should be ashamed of yourself. Was? Hä? Was will man jetzt uns damit sagen? An wen ist das jetzt hier gerichtet? Der einzige Ort, an dem man Klavierstimmen und Thunfisch essen kann, ist beleidigend. Du solltest dich schämen. Was ist das denn? Krasses. Okay, das. Ja, vielleicht ein Insider? Sehr interessant. Was haben wir hier? Margot und Muskete von K.N.Barnett. Bennett, wie auch immer. Einmal gab es einen Hund mit dem Namen Musket. Oder Musket? Muskat? Weiß ich nicht. In aller Ehre. Ihre. Es gab einen Hund mit dem Namen Musket. Ihre allerbeste Freundin war die Katze Margot. Oder Margot? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es französisch. Musket. Wir haben es ja auch gefunden in die Maulwurfhöhle. Zu dieser Zeit war es seltsam, dass Katzen und Hunde miteinander befreundet waren. Die allermeisten Hunde konnten sich nur schlecht mit Katzen befreunden, doch Musket war ein wenig anders. Margot hat, wie viele Katzen, gern in der Nase gestochert. Was? Ja. Eigentlich schlug sie auf alles ein, aber immer nur mit einer sanften Pfote. Das reichte jedoch schon aus, um andere Katzen und Hunde zu stören, sodass ihr einziger Freund Musket war. Hast du jetzt zu viel die Nase gepupelt? Was ist das denn? Margot Wood. Was? Margot Wood would bat at Musket Nose und Musket would just kindly turn the other cheek. Hä? Jetzt ist es wieder in Englisch. Okay. Also Margot schlug Musket auf die Nase und Musket hielt ihr einfacher freundlicherweise die andere Wange hin.
So könnte man das sagen. Margot und Musket lebten in einem kleinen Dorf nahe dem Wald und sie gingen oft gemeinsam auf Abenteuerausflüge. Margot liebte es, nach Mäusen und anderen Wesen zu suchen, die sie streicheln konnte. Musket freute sich, Gesellschaft zu bekommen. Ja, 6000 Mäuse. Eines Tages begegneten sie bald einem Mädchen. Das Mädchen scheint einen schlechten Tag zu haben. In Zeiten haben sie es auch nicht so. Sie hatte Schmutz an ihren Händen, ihre Knie waren aufgeschürft und ihre Socken komplett mit Stacheln verziert. Hatte sie sich verlaufen? Was war das, Elsie? Sie rief den zwei Tieren zu. Sie wedelte mit ihren Armen und rief noch mehr. Plötzlich rannte Margot weg. Denn sie ist ja eine Katze, aber Musket blieb. Das Mädchen brüllte und schrie, bis es nicht mehr konnte. Musket begriff das Mädchen nicht, aber sie fand, sie könnte eine gute Abreibung vertragen. Was? Also machte sich Musket vorsichtig auf den Weg zur Seite des Mädchens. Trotz ihrer Tränen fing das Mädchen zu lachen an. Sie begann Musket zu streicheln und es ging ihr besser. Bald darauf nahm das Mädchen ein Schläfchen und legte sich unter einen Baum auf die, Muskete. Anschließend kam Margot zum Kuscheln zurück und nun war die ganze harte Arbeit getan. Musket wahrscheinlich. Okay, das ist ein bisschen wirr, aber irgendwie dann auch wieder mit Happy End. Immerhin. Ja, das müsste man alles mal schön überarbeiten, aber gut. Hat keiner Zeit für, vor allem keiner, der Deutsch kann, ist ja das Problem. So, haben wir hier noch irgendwas? Bratpfannen? Komm hin jetzt her. Das gute alte Segeltuch, ja, und Bratpfannen. Was kriegen wir denn dafür? 607, perfekt, drei Stück im Perfekt. Wahnsinnig. Hier so wenig Geld, 607. Das bringt wegen 708 Erfahrungspunkte noch. Und eben sein Brettchen kriegt nochmal 913. Das lohnt sich ja schon eher. So, wunderbar. Dann hat sich der Tag hier auch wieder gelohnt. Wir können hier noch ein bisschen mal einen Auftrag geben. Kokos hier die Maschinen am Bewachen. Wunderbar. Dann gehen wir ins Bett. Heidi? Oh, keine Ahnung. Wir machen das wahrscheinlich mittlerweile automatisch. Die gehen gar nicht mehr hin, gucken sich ein Foto an vom Kerzenleuchter und dann kriege ich 5 Punkte. Naja, warum nicht, solange ich Punkte kriege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.